Leute, der Launch-Trailer wurde vor wenigen Stunden veröffentlicht, zeigt eindrucksvoll die neue Legende Conduit und ihre Fähigkeiten allesamt geleakt scheinen zu stimmen. Die Passive könnte man sich in dem Trailer so ein bisschen zusammenreimen. Ich zeige euch gleich ein Stück weit den Trailer, nicht den kompletten Trailer. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte auf der YouTube Apex Legends Seite nochmal vorbeischauen. Ich möchte den Trailer jetzt hier außen vor lassen, mache aber eine Trailer-Analyse. Das heißt, ich zappe nur so ein Stück durch den Trailer. Wir sehen auch ein paar POIs von der überarbeiteten Stormpoint-Map. Allerdings habe ich noch eine Bitte an alle, die den Trailer schon gesehen haben und die ihn noch nicht gesehen haben. Guckt euch vorher den Trailer komplett an. Es gibt nämlich einen bestimmten Part relativ weit am Anfang des Trailers, wo du dir denkst, oh Gott, wenn das jetzt weiter so geht, schalte ich weg. Aber es wendet sich Gott sei Dank alles noch zum Guten. Ich hätte aber gerne von euch in den Kommentaren eure erste Reaktion, die euch in den Sinn gekommen ist, als es anfing. Ihr wisst dann alle, was ich meine, wenn ihr den Trailer gesehen habt. Es ist quasi nicht zu verfehlen. Und der Gameplay-Trailer übrigens, der startet am 26., sprich am Donnerstag, müsste 17 Uhr sein. Ich werde keine Analyse des Gameplay-Trailers machen. Ihr werdet um 17 Uhr von mir etwas anderes auf YouTube bekommen. Etwas Besseres. Kann ich aber jetzt noch nicht drüber reden. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch alle denken könnt, was gemeint ist. Wir starten jetzt einfach mal mit der Trailer-Analyse. Und ich seppe hier schon mal an diesen Punkt. Das ist eigentlich der besagte Punkt, also muss ich das nicht weiter betiteln. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig hier Pause drücke, denn wir sehen hier unten rechts schon mal ein Stück der neuen Stormpoint Map. Klar, nicht viel zu erkennen. Im Hintergrund sehen wir noch einen Kran. Ich gehe übrigens felsenfest davon aus, dass die Map noch nicht am Ende ihrer Erschaffenheit ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Denn der Kran hat hier und da nämlich ein paar Gebäude noch am Haken, die noch nicht ganz abgelassen wurden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sich entweder über die Zeit der Season die Map noch ein bisschen erweitert, zumindest mit Gebäuden, die noch nicht aufgestellt wurden. Oder es ist bewusst so. Das seht ihr jetzt gleich hier schon im Skydive. Im Hintergrund ein neues Gebäude, ein Hauptquartier, was sehr, sehr genial aussieht. Entweder ist es derselbe Spot oder dieses Hauptquartier gibt es zweimal, werdet ihr auch gleich sehen. So, und das ist genau das, was ich ja meine. Hier im Hintergrund sehen wir jetzt, Moment, jetzt habe ich zu spät gestoppt. Hier seht ihr diesen Kran und da hängt so ein Gebäude dran. Das ist ein ganz normales Gebäude, so wie wir es von Stormpoint kennen. Mit Fenstern, mit Türen und so weiter. Hängt halt an diesem Kran und ich gehe davon aus, das ist halt eine Baustelle, die sich vielleicht über Zeit weiterentwickelt. Erinnert euch mal an das Video, wo viele das für Fake gehalten haben, was ich auch für ein Fake halte, mit diesem komischen Würfel, der über die Map wandert zum Start hier, der so Kevin-mäßig aus Fortnite. Ich kannte dieses ganze Gedöns von Kevin und Fortnite nicht. Wenn ich das vorher gekannt hätte, hätte ich den Fake wahrscheinlich selber erkannt. Wenn es denn einer ist, das wissen wir ja immer noch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass sich über Zeit die Map vielleicht weiterentwickelt oder von Season zu Season mehr Gebäude vielleicht an diesem Platz hier entstehen. Das müssen wir mal abwarten. Jedenfalls kommt jetzt hier der nächste POI auf der Map, wie die natürlich alle heißen, wo die genau stecken, das kann ich natürlich nicht sagen. Und jetzt haben wir schon die taktische Fähigkeit von Conduit. Ich gehe mal davon aus, dass wir, was wir jetzt hier sehen, das werden wir nicht aktivieren können. Ich gehe einfach nur mal für den Trailer davon aus, dass sie hier ihre, ich sag mal, Schilde checkt, ob sie überhaupt in der Lage ist, irgendwas abzudrücken, weil das ist ihre taktische Fähigkeit. Sie wird wohl zwei Ladungen haben an Schilden. Man geht von 25 Schildpunkten aus, die wir unseren Teammates in der Nähe müssen, die sich befinden, abdrücken können. Ladung 1 und Ladung 2. Man könnte übrigens auch denken, als ich das jetzt hier im Trailer das erste Mal gesehen habe, Mensch, das könnte auch glatt so sein, dass die gedownt sind, die Teammates. Aber das wäre ein bisschen zu stark, in so kurzer Zeit Teammates zu downen. Deswegen geht davon aus, wir haben zwei Ladungen zu je 25 Schildpunkten, die wir unseren Teammates abdrücken können. Die Frage ist, ob wir vielleicht zwei Ladungen an eine und dieselbe Legende abdrücken können. Das müssen wir mal abwarten. Ist aber, glaube ich, für diesen Trailer erstmal relativ uninteressant. Dann haben wir, und das muss die ultimative Fähigkeit sein, was sonst, das sind diese kleinen Mini-Titan-Batterien, das war die erste, die zweite, die dritte, vier Ladungen oder fünf Ladungen habe ich jetzt gesehen und ihr habt gesehen, dass die Gegner geslowt wurden.
Ob die Damage kriegen und wie viel Damage die kriegen, müssen wir mal abwarten. Aber sie scheinen ein leichtes Ziel zu sein und diese Trap mit diesen Spinnenfallen finde ich natürlich echt richtig, richtig geil. So, dann haben wir noch einen Fight hier an diesem Hauptquartier. Wie gesagt, es könnte auch sein, dass es dieses Hauptquartier zweimal gibt, aber ich gehe ja davon aus, dass das hier einzigartig ist. Und Moment, jetzt gehe ich nämlich hier davon aus, dass sie jetzt ihre passive Fähigkeit aktiviert. Ihre Teammates sind ein Stück weit weg. Wo genau die sich jetzt hier befinden, wissen wir nicht. Aber je weiter weg die Teammates sind, so sagen es die Leaks, umso schneller kann sie sich Richtung Teammates bewegen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie hier durch die passive Fähigkeit einfach der ultimativen Fähigkeit von Bangalore entkommen konnte. Das zumindest ist meine Interpretation von diesem Wegrenngedöns, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, zu dem Trailer nicht mehr so viel zu sagen. Oder Moment, doch, wir sehen hier nämlich noch diesen Anblick auf Stormpoint von etwas weiter weg. Man sieht leider nicht sehr viel. Wenn ich das jetzt mal extrem ranzoome, das kann ich mal machen, erkennt man nicht viel. Das ist hier auf jeden Fall ein überarbeiteter Punkt. Das ist mit diesem riesen Kran. Alles, was drüber und drunter ist. Und hier oben, Lightning Rod, sollte eigentlich das Town Takeover für Watson sein, was theoretisch sofort zum Start eigentlich da sein müsste, weil es macht keinen Sinn, mitten in der Season noch ein Town Takeover Event dran zu hängen und Lightning Rod dann erst zu verändern. Aber optisch würde ich jetzt behaupten, sehen wir nicht viel. Ja, doch, die Gebäude sind flacher. Wir sehen noch den Felsen, also das große Gebäude ist verschwunden. Der XXL Jump Tower ist auch noch da und viel mehr sehen wir hier, glaube ich, nicht. Ja, Leute, mehr habe ich, denke ich, nicht zu sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt. Vergesst bitte nicht, in die Kommentare zu schreiben. Wenn ihr den Trailer schon gesehen habt, wie war eure erste Reaktion? Wirklich das Erste, was euch in den Sinn gekommen ist, als die angefangen hat zu singen. Ich dachte wirklich, wir sind in einem extrem, extrem schlechten Disney-Film. Und hätte sich das wirklich durch diesen Trailer gezogen, hätte ich wirklich alles, was in Season 19 rauskommt, irgendwo in Frage gestellt. Ich habe auf X einige Reaktionen gesehen von anderen Dataminern und größeren bekannten Apex Größen und die haben auch allesamt geschrieben, ich dachte kurz mal, was soll das, ich schalte gleich weg und so weiter und so fort. Das fand ich alles ein bisschen fragwürdig, aber Gott sei Dank hat sich der Trailer noch in eine extrem coole Richtung entwickelt, wo man eine Menge sehen konnte. Leute, wie gesagt, am Donnerstag gibt es den Gameplay-Trailer um 17 Uhr. Zeitgleich könnt ihr auch damit rechnen, dass es von mir etwas geben wird, was ich jetzt aber noch nicht ansprechen kann. Freut euch auf jeden Fall drauf. Es lohnt sich mit ziemlicher Sicherheit. Das war's von mir. Rein, ciao.